Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück zu einer weiteren Folge von Avon Colony. Hier dem wunderbaren Aufbaustrategiespiel. Das ist unsere kleine Kolonie, die bereits entstanden ist. Da kommt schon das nächste Schiff mit den neuen Kolonisten. Das ist sehr, sehr gut. Und heute soll es natürlich weitergehen, das hier zu vergrößern. Und natürlich hier alles und uns alle Leute hier glücklich zu machen. Ich habe gerade gesehen, ja, Luftqualität, da gibt es einen Ort hier, der könnte ein bisschen besser sein, nämlich hier oben. Da können wir nämlich auch nochmal hier ganz kurz mit so einem kleinen Lüfterchen hier für ein bisschen saubere Luft da oben sorgen. Dann haben wir das nämlich auch schon kurzerhand erledigt. So, soweit, so gut. Wir sollten nochmal für ein bisschen mehr Lagerraum sorgen, das ist vielleicht so die eine Sache. Dann kommen natürlich auch immer mehr Leute dazu, das heißt, die Nahrung sollten wir auch im Blick haben, obwohl die momentan echt gut aussieht, ne? Sollte man aber trotzdem nie unterschätzen. Und ein Krankenhaus wäre vielleicht auch nicht schlecht für heute, so, ne? Das heißt, wir machen zuerst Folgendes, wir nehmen hier mal, recyceln mal hier verschiedene Sachen, denn die brauchen wir alles gerade hier nicht. Das sind hier diese Startgebäude, die sind ganz nett. Aber das ist besser, wenn wir hier einfach unsere eigenen bauen können, weil das hier so ein bisschen der Mittelpunkt ist. So, dann können wir nämlich hier kurz mal zwei Tunnel einfach legen und können hier ein wunderbares Krankenhaus zentral platzieren. Das ist so der eine Streich, den ich ja gerade vorhatte. Und falls die Splitterstürme oder ähnliches kommen, wollte ich hier auch schon mal einen kleinen Plasmaturm platzieren, damit, wenn ein Splittersturm kommt, wir einfach nicht so viel reparieren müssen oder wenn eine Spore wirklich eindringen sollte, dass die auch hier vernichtet wird. So, das soweit dazu. Das wird jetzt hier fleißig gebaut. Und dann, genau, sollten wir jetzt auf jeden Fall Lagerraum nochmal hier erstellen. Das können wir hier hinten, finde ich, wunderbar realisieren, denn hier haben wir einfach viel Platz. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo das hier nochmal war. Genau, Lagerhalle. Beziehungsweise, nee, lass uns erst die andere ausbauen. Warum neu bauen, wenn man doch auch ausbauen kann? Hier, 1500 nehmen wir mit. Und dann gleich, glaube ich, sofort Stufe 3 hinterher. Würde ich sagen, machen wir nichts. Gleich Stufe 3 hinterher. Damit haben wir dann genug Platz. Wunderbar. So, genau, Winter kommt. Sieht aber auch hier nahrungs- und wassertechnisch alles super aus. Krankenhaus ist auch am Start, das heißt hier, das geht gut. Jetzt brauchen wir langsam eine Chemiefabrik, um halt auch Medikamente herzustellen, falls es dann doch ernst auf ernst kommt. So, und die holen wir uns eben auch. Das hier ist das Handelszentrum, das können wir demnächst auch platzieren. Ressourcenverwaltungsgebäude. Genau, Chemieanlage, dafür brauchen wir aber erstmal das Forschungszentrum. So, und das finden wir natürlich hier, Forschungszentrum. Und das platzieren wir ja, hier oben gleich mit hin. Ist eigentlich gar nicht so dumm, weil da haben wir eh super viel Platz. Und da ist ja eh das Hovercard, deswegen ist das eigentlich auch voll okay. Machen wir hier oben hin. Wird schon cool und richtig sein. So, dann platzieren wir das eben fix. Und dann gehen wir da in die erste Forschung rein. Denn da müssen wir damit weitermachen. So, keine Energie, das ist sehr schlecht. Dann aktivieren wir auch kurz unser Modul, das hier alles weiterarbeiten kann. So, dann haben wir hier auf jeden Fall was. Wir haben genug Batterieleistung, um das hier zu überstehen. Sollten aber natürlich jetzt auch nochmal, weil wir auch ein paar Solarmodule immer abreißen, auch nochmal hier nochmal ein paar Solarmodule auch einfach platzieren, die ja auch für den Winter weiterhin 50% geben. Das ist immer ein guter und solider Wert. So, Forschungszentrum. Dann gehen wir mal in die Forschung rein. Und wir sollten erforschen, beziehungsweise gucken wir uns mal an, was ganz gut ist. Das hier ist eigentlich nicht so verkehrt. Antari-Flocken sind eigentlich auch mal ganz cool. Ist einfach auch Nahrung, nochmal zusätzliche Nahrung. Nehmen wir erstmal das hier. Das ist auch für später eine ganz gute Aktion, da wir das auch noch ein paar Mal brauchen werden. So, Batterie sollte passen, vor allem jetzt mit dem neuen Ding hier, sollten wir eigentlich diesen Winter jetzt auch hier gut überstehen. Notfalls können wir auch noch mal hier den Reaktor noch mal eins hochziehen, weiß ich Bescheid. Sehr gut. Forschung, das heißt, wir können jetzt das Chemielabor bauen.
Das fanden wir hier ebenfalls unter Ressourcenverwaltung. Da Chemieanlage braucht die 20 Energie. Sollten wir jetzt nicht im Winter bauen, deswegen lasse ich den Winter jetzt einmal fix durchlaufen. Dafür haben wir genug Energie dafür. Und das sollte passen. Beziehungsweise wir brauchen es ja sowieso. Das heißt, wir rüsten hier einmal kurz auf. Und wir haben immer noch die Möglichkeit, hier Thorium abzubauen und hier auch nochmal den Riesengenerator zu bauen. Insofern alles super entspannt. So, das können wir ausmachen. Energie ist jetzt am Start und damit können wir jetzt hier eine Chemieanlage bauen. Stellen wir hin. Wo stellen wir sie hin? Hier hin. Genau, hier wollten wir den Tunnel danach nochmal ein bisschen umverlegen. Deswegen eigentlich sogar lieber hier hin. Genau, weil dann können wir hier das, hier den Generator, wie auch immer. Und dann haben wir es eigentlich ganz gut logistisch hier abgedeckt. Weil wenn hier dann nochmal ein Tunnel kommt, dann sollte das hinhauen. So, wenn das durch ist, dann machen wir da nämlich einmal Medikamente und Arzneiausgabe. Oh, wir haben noch nicht genug Wohnungen. Das ist sehr schlecht, weil die werden jetzt leider nicht eingelagert, weil ich da gepennt habe. Das ist ungünstig. Naja, gut, passiert. Alles kein Thema. Jetzt haben wir wieder genug Wohnungen. Das heißt, die neuen Leute sollten auch hier einziehen. Ich glaube, wir konnten sogar die vielleicht sogar noch mitnehmen. Ja, vielleicht haben wir es sogar noch geschafft in der Zeit. So, Chemieanlage, das war das Ding. Hier können wir jetzt Maissirup herstellen, was ganz nett ist, und dann Limonade. Ich bin aber scharf auf die Medikamente und deswegen müssen wir noch einmal auf Stufe 2 aufrüsten. Denn damit können wir dann die Medikamente herstellen. So, wollen wir gleich hier auch auf Wohnraum 3 gehen, damit wir, falls wir es gleich verpennen sollten, wenigstens wieder genug Leute hier mit drin haben. Das, denke ich, immer eine sinnvolle Aktion. So, ne, genau, 9 Leute mit rein, sehr schön. Chemieanlage ist jetzt auch eins weiter. Und damit können wir hier Nanomedikamente und auch den Seuchenimpfstoff herstellen. Ja, da würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen was einlagern. Da reichen meistens, gerade vom Seuchenimpfstoff, reichen eigentlich auch schon 100 Stück. Und wenn es dann nochmal Bedarf ist, dann kann man es dann nochmal herstellen. So, ich mache jetzt einfach mal so 140, das sollte passen. Medikamente können noch ein bisschen mehr hergestellt werden. Kostet halt alles Lagerraum, deswegen dürfen wir da auch nicht ganz so krass übertreiben. 200 Medikamente passt an dieser Stelle. So, genau, ansonsten in der Chemiefabrik können wir danach hier noch ein paar Sachen umwandeln. Maissirup zum Beispiel zu Limonade. Das wäre dann nochmal ein Getränk, was wir hier geben. Jedoch ernähren sich unsere Leute gerade von Mais, denn wir haben nur 2 Nahrungsarten. Das heißt, die Limonade würde sich jetzt gerade nicht unbedingt anbieten, werden wir aber in Zukunft noch hinbekommen. So, dann können wir aber trotzdem mal gucken, was wir für einen Handel abschließen können, denn wir müssen ja auch nicht alles selbst herstellen. Das heißt, wir platzieren mal eben hier ein kleines Handelszentrum. Energie haben wir auch noch am Start dafür. Und zwar, ich würde sagen, mittig muss es gar nicht sein. Hier wollten wir die Energie hinpacken. Das heißt, ich würde sagen, hier so hin. Dann können wir das hier mit einer Straße gleich noch verbinden. Ja, machen wir so. Also hier hin. Und dann, beziehungsweise Tunnel, man sagt immer Straße, weil, ja, das einfach so gängig ist, wenn man halt andere Spiele gespielt hat. Aufbaustrategie Anno, Cities Skylines und Co. Dann ist das immer so. Lagerraum müssten wir noch genug haben. Das heißt, wir können hier einmal die Frachtkapsel aufheben, damit wir da einfach nochmal ein bisschen Zusatzvorräte haben. Das schadet auf jeden Fall nicht. Genau, hier werden auch schön die Gesundheitsdinger genutzt. Das ist mega gut. Und wir gucken uns einfach mal an, wo es hier vielleicht noch ein bisschen hapert. Luftqualität wäre nicht schlecht, Unterhaltung wäre nicht schlecht. Da können wir, glaube ich, jetzt nochmal fix dran arbeiten. Gut, Luftqualität. Gucken wir uns das als erstes an. Ein Luftfilter, wo können wir hier einen integrieren? Ah ja, guck mal, hier in der City sieht es gar nicht mal so gut aus. Dann packen wir mal einen hier rein. Hier ist eigentlich noch ein guter Slot frei gewesen. Das ist gar kein Thema. Und dann wollten wir noch Unterhaltung. Das können wir eigentlich sehr, sehr gut durch... Wo haben wir es denn? Dienstleistungsgebäude. Ja, einmal seid ihr hier durch das Einzelhandelszentrum. Bar and Grill könnten wir auch machen. Das ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Hier hätten wir auch noch einen Slot frei dafür. Wäre auch relativ zentral. Ja, warum eigentlich nicht?
Gut, na, hier haben wir auch noch so ein Lebenserhaltungsmodul, die brauchen wir eigentlich auch nicht. Wenn wir gleich nochmal neue Wohngebiete platzieren, dann hat sich das eigentlich auch gelöst. So, neue Leute wieder am Start. Das ist sehr gut. Hier kriegen wir auch nochmal die Meldung. Und wie schaut unser Gebäude aus? Sieht relativ voll aus. Gucken wir nochmal hier rein. Ja, wir brauchen auf jeden Fall neue Wohnungen. Und da können wir jetzt natürlich in jedem Fall drauf zugreifen. Frachtkapsel erworben, sehr gut. Dass wir hier die großen Wohnungen herstellen, also Hochhaus. Dafür brauchen wir nochmal ein bisschen mehr Energie. Das ist schon auf Level 2. Das heißt, wir gehen jetzt hier an unser Vorkommen dran. Und werden das hier eben abbauen. Ich würde sagen, ja, gleich auf, ja, komm, gleich auf Level 3. Hier die Mine. Zack. Und dann können wir nämlich wunderbar, wenn die ersten Sachen da abgebaut sind. Ich lasse sie erstmal bauen, die Mine. Wunderbar. Handelszentrum inaktiv. Sehr gut. Gucken wir uns gleich sofort an. So, jetzt sollte es ja hier abgehen. Genau. Können wir dann den Generator gleich bauen. Hier, den großen. Und der passt hier auch sehr schön rein. So, ne, der erzeugt auch richtig viel, braucht 21 Arbeiter, aber der versorgt einfach alles mit Energie. Und damit haben wir erstmal keinen großen Energiemangel mehr. So, das heißt, sobald das Ding steht, können wir hier nochmal ein Hochhaus bauen und dann haben wir unsere Kolonie wieder um 50 Leute in etwa vergrößert. Ja, Energiemangel, genau, Bahngrill hat keine Energie, kein Problem, kommt aber jetzt gleich. Ich rüste erstmal hier auf Notstrom um, damit hier erstmal alles weiterlaufen kann. Und dann sollten wir das hier haben und das sollte jetzt wunderbar Energie erzeugen. Und damit können wir unseren Notstrom auch einmal ausschalten. So, damit wir weiter Notstrom haben, würde ich sagen, nehmen wir hier auch nochmal die Aufrüstung auf Level 2. Und die letzte Tat für heute ist das Hochhaus. Das heißt hier Hochhaus Stufe 1, bietet nämlich einfach insgesamt den meisten Platz. Warum ist das hier blockiert? Reichweite sieht eigentlich gut aus. Ich guck mal gerade. Ne, hier ist... Stört uns hier dieser Stein? Oder haben wir hier einfach generell keinen Platz für Stufe 3, für so Dreier-Dinger? Also hier würde es klappen. Wahrscheinlich dieser blöde Brocken hier, ne? Ja. Okay, das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Dann werden wir hier das Wohngebiet so ein bisschen oben weiterziehen. Hier die Nachschubkapsel werden wir noch nicht verbrauchen. Genau, wie machen wir den Tunnel am schlauesten? Hier lang, würde ich sagen. Hier passt er auch, ne? Genau, hier den Tunnel lang und dann hier oben die einzelnen Sachen. Ich glaube, das sieht gut aus. Und wenn wir die Nachschubkapsel fertig haben, haben wir hier auch einen Slot frei. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt leider hier erstmal so einen leider leicht krüppeligen Tunnel bauen. Aber nicht weiter schlimm. So. Dann lassen wir hier ein Hochhaus frei. Beziehungsweise, nee, das können wir eigentlich sofort bauen. Ist ja eigentlich egal. Der Weg wird ja dann unten nur noch mal ein bisschen besser eigentlich. Ja, bauen wir das Hochhaus hier hin. Schönes Ding. Guck mal, da haben wir hier das Wohngebiet so ein bisschen hier an dem See, wie wir es geplant hatten. Nachschubkapsel kommt dann noch. Und haben dann hier auch echt genug Leute, um alle weiteren Leute hier auch, die reinkommen, mit Wohnraum zu versorgen. Und damit wäre es das dann auch für die heutige Folge gewesen. 150 Leute sind am Start. Krankenhaus, ein bisschen Abwehr, ein bisschen Unterhaltung. Das gefällt den Leuten. Kriminalität. Kriminalität, Freunde. Machen wir noch eins hoch. Hier einmal aufrüsten, dann haben wir es. Gut. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit der heutigen Folge. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.